Dieses Thema, was ich heute mit uns anschauen will, ist folgendes. Es geht um Veranklagung. Wie man mit Veranklagung umzugehen hat und was die Mittel dazu sind, diese zu brechen. Okay? Jeder von uns ist in diesem Thema beteiligt, weil jeder von uns diese Dinge erlebt, durchlebt und mitmacht. Es gibt keinen Christen, der diese Kämpfe nicht hätte. Aber es gibt ein gewaltiges Problem, was wir Christen auch haben. Wir schämen uns, Dinge anzusprechen. Vor allem diese Dinge, die wir heute anschauen werden. Weil es in einen Bereich hineingeht, der uns zuwider ist und der uns sehr beschämt. Es ist ein Bereich, der uns sehr unangenehm ist. Ich rede auch aus eigener Erfahrung und auch im Nachhinein werde ich euch ein paar Dinge erzählen, die mir widerfahren sind. Hast du oft Veranklagungen? Und sind das meistens die gleichen Veranklagungen? Dreht sich dann in deinem Kopf immer die gleiche Veranklagung, wie zum Beispiel, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht. Siehe, du kannst gar nichts, du hast es nicht verdient, du bist es nicht würdig. Tu nicht so, du bist ein Heuchler, du brauchst jetzt auch nicht die Bibel zu lesen und so kannst du gleich gar nicht zu Gott gehen. Und. Jeder von uns erlebt sowas. Lasst uns bitte aufschlagen, Johannes Kapitel 8. Vers 44, Johannes Kapitel 8, Vers 44. Das ist eigentlich so der hauptausschlaggebende Punkt bei dem Ganzen, zu verstehen, was es hier geht. Johannes 8, 44, da heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater derselben. Er ist der Vater der Lügen. Lass uns aufschlagen, Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wir haben es mit jemandem zu tun, der euch hasst, der Jesus Christus hasst. Und dieser jemand wird alle Register ziehen, euch kaputt zu machen und auch mich. Und das tut er auch schon. Wir sehen es an unseren Kindern, die bombardiert werden in den Schulen und in diesem verkommenen Schulsystem. Wir sehen es an dieser Generation, die von Gott nichts mehr wissen will und auch mit Gott nichts zu tun haben will. Das heißt auch automatisch mit euch nichts zu tun haben will, weil Jesus in euch ist. Wir haben es mit jemandem zu tun, der alles daran setzen wird, euch von Christus wegzubringen. Und er wird Gedanken dazu verwenden, er wird Familienmitglieder dazu verwenden, er wird, wie gesagt, alles tun, dass er das hinbekommt. Das, was wir uns heute anschauen werden, ist einer der ekelhaftesten Arten und Weisen, wie der Teufel einen Christen angreift. Es ist eine sehr radikale und sehr direkte Art und Weise. Es ist nicht mal versteckt, es ist sehr direkt. Es hat viel mit Heilsgewissheit zu tun, dieses Thema. Viele Kinder Gottes sagen, ich bin kein Kind Gottes mehr. Und dabei ist es Veranklagung. Manche werden so aufgerieben durch diese Kämpfe, dass sie in sich selbst eigentlich schon kapituliert haben und richtig resigniert sind. Dass sie im Prinzip einfach das Ruder aus den Händen lassen und sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Hatte ich einige Male erlebt, dass ich fast in die Irrenanstalt gekommen wäre. Weil ich nicht wusste, wie das einzuschätzen ist, weil ich nicht wusste, wie damit umzugehen ist, weil ich nicht verstanden habe, was eigentlich genau passiert. Ich komme gleich auch in die Thematik. Es heißt im Epheser 2, wir schlagen das aber nicht auf, dass der Teufel durch Gedanken arbeitet. Er stachelt den Menschen in Gedanken auf und dann heißt es, dass die Menschen den Willen des Fleisches und den Willen der Gedanken tun. Es fängt alles mit einem Gedanken an. Bis er umgesetzt wird.
In 1. Korinther Kapitel 4, das wollen wir aber aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Das ist so eine Schlüsselstelle für dieses Thema. Paulus schreibt und sagt: Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Wir sollen, die Bibel warnt und sagt, geh nicht über die Bibel hinaus in deinem Denken. Was nicht geschrieben steht, wollen wir einfach nicht tun und fertig. Und damit schafft uns Gott eine Schafhürde, versteht ihr, einen Art Schutzzaun, der uns bewahrt. Wir sollen nicht über das Geschriebene hinausgehen in unserem Denken. Das steht nicht in unserem Handeln, das steht nicht in unserem Reden, das steht in unserem Denken. Wisst ihr warum? Weil es bei einem Gedanken anfängt und dieser Gedanke eine Realität wird. Wisst ihr, was das Dritte Reich eigentlich war? Es hat alles angefangen mit Gedanken. Und diese Gedanken wurden dann Taten. Wie ist der Mensch aufgebaut? Ich will das ein bisschen erklären. Das ist ein bisschen kompliziert, aber wenn wir das ein bisschen verstanden haben, dann haben wir schon viel gewonnen. Der Mensch, heißt es im 1. Thessalonicher Brief, ist eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Und die Seele ist der Kampfplatz. Geistlich spüre ich nichts. Übrigens hat dieses Thema auch viel mit Gefühlen zu tun. Sehr, sehr viel mit Gefühlen. Geistlich spüre ich nichts. Alles, was sich im Geiste abspielt, spüre ich nicht. Zum Beispiel heißt es im Epheser 2,6, wir sind versetzt worden in die himmlischen Örtern mit Christus. Das heißt, ein Teil von mir, mein Geist, ist im Himmel mit Christus versetzt worden. Spüre ich das? Nein, ich spüre das nicht. Da bin ich angewiesen auf die Schrift, was die Schrift mir sagt. Und das sind die Informationen, wenn es um den Geist geht. Die Seele ist der Kampfplatz und der Körper ist selbstverständlich, das wissen wir alle, ist auch massiv angreifbar. Durch Krankheit, durch Leid, durch Schmerzen und. Ich will das ein bisschen erklären. Stellt euch das vor, der unerlöste Mensch hat einen Radiosender, okay? Und was auch immer auf diesem Radiosender gespielt wird, das wird der Mensch tun. So, jetzt kommt das Wunder der Wiedergeburt. Wenn der Mensch wiedergeboren wird, dann kommt der Herr und schlägt einen Schlag in diesen Radiosender. Dann teilt sich dieser Radiosender in zwei Bereiche. Die Seele ist erstmal in der Mitte, okay? Hier haben wir den Geist und da haben wir das Fleisch. Und je nachdem, wer meine Seele bedient, der Geist oder das Fleisch, je nachdem werde ich auch dementsprechende Äußerungen haben. Entweder ich wandle dann im Fleisch oder im Geist, versteht ihr? So rum. Das heißt, die Seele ist, wie gesagt, der Kampfplatz. Ihr kennt das auch in den Psalmen, wo es immer wieder heißt, meine Seele, warum bist du so unruhig in mir? Meine Seele und. Es ist immer wieder die Seele. Und die Seele muss geschützt werden. Die Seele muss trainiert werden. Die Seele muss wirklich in Disziplin gebracht werden, auch im Geiste. Diszipliniert. Der gläubige Mensch ist ein disziplinierter Mensch. Was haben wir mit der Seele zu tun? Folgendes. Bei dem barmherzigen Samariter, ihr kennt dieses Gleichnis, da kommt der barmherzige Samariter, der Herr Jesus, und führt diesen Mann, der halbtot am Boden liegt, führt ihn in die Herberge. Er nimmt ihn auf sein Tier und führt ihn in die Herberge. Dann sagt er zu dem Wirt, dem Besitzer dieser Herberge, das ist der Heilige Geist, der Herr Jesus ist dieser Samariter, dann sagt er zu dem Wirten, sprich zu dem Heiligen Geist, nimm 2 Denare und den 3. gebe ich dir, wenn ich wiederkomme. 2 Denare, 1 Denar bezahlt für den Geist und 1 Denar bezahlt für die Seele. Und der 3. Denar kommt, wenn der Herr Jesus Christus wieder zurückkommt, bezahlt er den letzten Denar für den Körper. Dann werden wir auch verwandelt körperlich. Okay? Das sind diese 3 Denare. Per Wiedergeburt muss ich geistlich gesehen nichts mehr tun. Ich bin versiegelt worden. Der Geist ist bedingt angreifbar.
aber ich muss nichts mehr hinzufügen. Der Geist ist versiegelt, es ist alles gut. Die Seele ist auch bezahlt worden, nur, jetzt kommt der Unterschied, bei der Seele ist das kein Automatismus wie im Geist, sondern bei der Seele muss ich durch eine Haltung, die ich einnehme, dazu kommen wir auch gleich, durch eine Haltung diesen Denar in Anspruch nehmen. Und dann wird dieser zweite Denar wirksam. Okay? Also ist das eine vollkommene Erlösung, die schon getan wurde. Wir bedienen uns nur noch. Lasst uns jetzt bitte aufschlagen zum Erklären, was das alles heißt. Römer Kapitel 6, Vers 6. Römer Kapitel 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, merkt euch bitte dieses Wort Wissen. Wissen hat nichts mit Gefühle zu tun. Ich werde heute vermehrt immer wieder auf die Gefühle eingehen, um euch klarzumachen, dass dieser Kampf generell das christliche Leben ganz, ganz davon geprägt ist, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Versteht ihr, Gefühle sind nicht gut. Ich lebe in der Schweiz, die Schweizer Berge sind herrlich. Damit nehme ich auf, dass zum Beispiel ein Berg schön ist, ne? Oder jemand liest gern ein Buch und nimmt das gern mit seiner Seele auf, dass das schön ist. Versteht ihr? Die Seele ist erstmal nicht schlecht, aber die Seele ist immer wieder in einem Zwiespalt. Immer wieder. Und je nachdem, wer meine Seele, wie gesagt, bedient, wird sie auch ihre Handlungen tun. Und jetzt kommt's. Hier steht im Vers 6 Folgendes. Wir wissen. Woher wissen wir es? Aus der Bibel. Steht geschrieben. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist. Warum? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Da steht Sünde im Einzahl, das heißt die sündhafte alte Natur. Okay? Einzahl. Meine alte Natur. Ich lese jetzt nochmal diesen Vers mit dem Zusatz der alten Natur. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der sündhaften Natur nicht mehr dienen. Vers 7, denn wer gestorben ist, und das sind wir, wenn wir wiedergeboren sind, der ist von der sündhaften Natur freigesprochen. Und das ist dieser Schlag, dieses Wunder der Wiedergeburt. Ich bin nicht mehr verpflichtet, meinen seelischen Regungen und Neigungen nachzugehen. Früher schon, auf diesem einen Radiosender, versteht ihr? Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich durch eine Willensentscheidung, kann ich entscheiden, wer meine Seele bedient. Vers 11. Und das ist das Entscheidende. Also auch ihr, es kommt ein ganz, ganz wichtiges Wort, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die sündhafte Natur tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch dafür. Es ist eine Haltung im Leben des Gläubigen. Haltung hat was mit Einstellung zu tun, versteht ihr? Was ist meine Einstellung? Gebe ich meinen Gefühlen mehr Raum und mehr Recht als der biblischen Realität, die in dem Wort Gottes hier vorhanden ist? Wem glaube ich mehr? Mir selbst, meinen Eindrücken, meinem Hintergrund, meinem Kontext oder glaube ich der Bibel mehr? Versteht ihr das? Und so muss der Gefühlshaushalt des Menschen unter die Schrift gestellt werden, im reinen Gehorsam. Der Gefühlshaushalt des Menschen muss unter die Schrift kommen und nicht über die Schrift. Dieses Buch muss über mir sein. Über mir heißt, es kontrolliert mein Denken, es kontrolliert meine Zunge, es kontrolliert meine Gefühle, meine Regungen, einfach alles, versteht ihr? Vers 11 nochmal, haltet euch selbst dafür. Es ist eine Haltung, wie gesagt, Einstellungssache. Das ist übrigens auch der Boden, wie wir zur Wiedergeburt durchgebrochen sind. Lasst uns das bitte aufschlagen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Kolosser Kapitel 2, Vers 6 und 7. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dieser Satz. Bitte, wenn ihr euch nichts merkt von dem heutigen Tag, merkt euch diesen einen Satz. Kolosser Kapitel 2, Vers 6 und 7. Ich hätte auch übrigens das alles, was ich gerade aufschreibe, als PDF. Das heißt, wenn jemand das noch im Nachhinein wieder und wieder für sich selbst studieren möchte, er kann es sehr gerne haben, ja. Kolosser 2, 6 und 7, da steht Folgendes. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm,
gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Wie haben wir Christus angenommen? Durch eine Haltung, Buße und Glaube. Und aus dieser Haltung sagt uns Paulus, lebe dein Leben. Lebe dein Leben mit Gott. Aus Buße und Haltung. Ein Mangel an Buße im Leben des Gläubigen führt manchmal zu solch einem Zustand. Man lässt es halt schleifen, versteht ihr? Man wird lockerer im Sünden bekennen. Man nennt Sünde nicht mehr Sünde. Geschwister, wenn wir das machen, dann spielen wir mit dem Feuer. Wir werden uns verbrennen. Und jetzt sagt er uns, was daraus entsteht. Man wird gewurzelt, Vers 7, man wird auferbaut und man wird gefestigt im Glauben. Ist das nicht unser Urwunsch, dass genau das auch in unserem Leben passiert? Das ist doch genau das. Jeden Tag aufs Neue, Geschwister. Jeden Tag aufs Neue. Also nochmal, dass wir das klar bitte verstanden haben. Die Seele ist durch eine Haltung in eine Richtung zu bringen, okay? Welche Gefahren entstehen hier bei dem Ganzen? Eigene Vorstellung ist ein riesiges, riesiges, riesiges Thema in dieser Sache. Lasst uns aufschlagen. Wir haben ein Musterbeispiel dazu. 2. Könige, Kapitel 5. 2. Könige, Kapitel 5. Ab Vers 9, hier geht es um einen Aramäer, Naaman, der ein mächtiger Heerführer war und er war von oben bis unten voll mit Aussatz. Er war einfach ein Aussätziger und das heißt, dass Gott ihn mächtig gebrauchen konnte und Naaman hat dann eben mitbekommen, dass er geheilt werden kann oder dass es einen Propheten in Israel geht und jetzt geht er zu dem Propheten Elisha. Das ist der Nachfolger von Elia. Und jetzt steht hier im Vers 9 Folgendes. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elischas. Da sandte Elisha einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Jetzt stopp, ganz kurz bis dahin. Diesem Mann wird erklärt, wie er von einer unheilbaren Krankheit genesen wird. Etwas, was unmöglich ist, okay? Das ist sehr wichtig jetzt. Und jetzt schaut, lesen wir weiter. Vers 11. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter nach dem Wort des Mannes Gottes und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Ist das zu fassen? Dieser Mann ist durch seine eigenen Vorstellungen, der hat sogar sich vorgestellt, wie das aussehen muss. Er wird kommen und dann wird er seine Hand schwingen und dann werde ich rein und dann ruft er den Namen seines Gottes an. Versteht ihr, wie krank eigentlich? Sind wir nicht genauso? Wie oft bin ich am Morgen in der Arbeit gewesen? Zwei haben mich angeguckt, haben kurz gelacht und dann habe ich auf einmal gedacht, die reden über mich. 100% lachen sie dich gerade aus. Und dann kam so eine Wut in mir hoch und ein Fluchgedanke und alles Mögliche, versteht ihr? Das hat hier angefangen, das geht ganz schnell. Und dann musste ich oft Buße tun über solche Dinge. Oft, sehr, sehr oft, Geschwister. Eigene Vorstellungen können uns zum Verhängnis werden. Könnt ihr mir mal erklären, wie es sein kann, dass einer in Afrika betet und der andere in Russland und Gott erhört sie beide in der gleichen Sekunde? Könnt ihr mir das erklären? So,
Gebt einfach auf. Wir haben keine Ahnung, wie die Endzeit sein wird. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Wir haben null Ahnung. Es geht um heute. Fertig. Und so kindlich und einfältig sollen wir einfach leben. Selbstverständlich dürfen wir uns Wissen ansammeln und. Das ist ja alles in Ordnung. Mach das. Aber es geht darum, den Gott dieses Wortes kennenzulernen und nicht das Wort, sondern Gott kennenzulernen durch dieses Wort. Versteht ihr? Und nicht das bloße Wort, die Schrift. Dann sind wir kein bisschen besser als die Pharisäer. Weil Jesus hat auch gesagt, ich bin gekommen, ihnen das Leben zu geben, überfließendes Leben. Was heißt denn das? Leben, qualitatives, echtes Leben. Leben mit Gott. Böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Wie verstehen alles? Wisst ihr, was alles verstehen heißt? Und zwar, dass ich nichts weiß. Das ist alles verstehen. Ich weiß einfach gar nichts. Gott weiß alles. Und damit muss ich mich einfach zufriedenstellen. Genügsamkeit, Geschwister, Genügsamkeit auch im Geiste. Einfältig bleiben. Dazu kommen noch Gefühlslosigkeit, können auch in diesen Kämpfen entstehen, Gefühlslosigkeit. Man wird völlig, wie soll ich sagen, als ob einem die Gefühle entzogen werden. Das gibt es auch in diesen Kämpfen. Ich bringe gleich auch ein paar Beispiele. Wisst ihr, in diesem Kampf, stellt euch vor einen Zugwaggon, okay? Ein Zugwaggon, zweiter und dritter. Der erste ist der Geist, Seele und dann kommt der Leib. Der Teufel wird es versuchen, und das ist auch das, was er hinbekommt, er wird es versuchen, dass der erste Waggon die Seele ist und nicht der Geist. Wenn er das hinbekommen hat, dann haben wir unseren Fokus nur noch bei der Seele. Nur noch bei der Seele und nicht beim Geist. Wenn uns aber der Geist zieht, dann wird die Seele auch geordnet und der Leib kommt und folgt mit. Versteht ihr? Manche sagen, warum habe ich keine Freude mehr im Herrn? Ganz einfach. Ein Gutteil liegt eben darin, ich sage nicht, dass es alles ist, aber ein Gutteil liegt eben darin, dass wir uns mehr auf die Gefühle konzentrieren als auf den Geist. Ich habe keine Freude mehr. Ich glaube, ich bin kein Kind Gottes. Stellt euch vor, ich sage zu meinem Vater, Papa, ich glaube nicht, dass ich heute dein Sohn bin. Ich fühle mich nicht danach. Ihr lacht, Geschwister. Es gibt Geschwister, die in Depression gefallen sind und heute, und ich kenne auch einige Geschwister, leider einige, die in den Irrenanstalten sind, Geschwister, brennende Geschwister. Dieser Kampf ist etwas sehr Mörderisches und der Teufel will genau das auch tun. Er will uns wahnsinnig machen. Und genauso wahnsinnig gehen wir manchmal mit der Realität unserer eigenen Identität um. Ich spüre nichts, ich glaube, ich bin verloren. Und weil Christen einfach nicht verstanden haben, wie einfach das mit der Seele funktioniert und mit dem Geist und dass im Geiste einfach keine Gefühlsrealität herrscht, sondern reine Information durch den Geist Gottes und durch die Bibel, verwechseln sie eben diese zwei Waggons und dann kommt das Theater und dann kommt alles Mögliche daraus. Das Wirrwarr. Übrigens kommen auch aus dieser Thematik, die wir uns jetzt anschauen werden, kommen auch die Sekten her. Jegliche Verirrung in der christlichen Welt und die ganzen verschiedenen Denominationen kommen auch aus dieser Sache. Lasst uns aufschlagen und jetzt kommt der Text, um den es geht. 2. Korinther, Kapitel 10. Eigentlich, lasst uns aufschlagen, 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 3. Darum geht es ja auch. Das ist das, was der Teufel versucht zu machen. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 3. Eigentlich ab 1, okay? 2. Korinther 11, 1 bis 3. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegen Christus. Der Teufel will unsere Einfalt Christus gegenüber kaputt machen. Der Herr meint es nicht mehr so gut mit mir.
Ich glaube, wenn der Herr mir diesen Weg zeigt, dann wird das nicht gut enden mit mir. Versteht ihr? Man hat ein verstecktes, wie soll ich sagen, falsches Bild von Gott, was immer mehr und mehr zu einer Wurzel gegen Christus führt, zu einer Verbitterung. Die Einfalt gegenüber Christus. Wenn die kaputt geht, Geschwister, dann ist alles kaputt gegangen. Durch diese Einfalt beten wir. Wenn ich keine Einfalt habe zu beten und in dieser Einfalt auch bete, was glaubt ihr, was mit den Gebetserhörungen passiert? Gar nichts. Sie werden nicht wirksam. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unmöglich, wenn die Einfalt kaputt ist. Das geht gar nicht. Versteht ihr? Alles ist gekoppelt mit dieser Einfalt. Einfach alles. Das Gebetsleben, das Bibellesen, die Gemeinschaft in der Gemeinde. Wir haben vorhin im Zeugnis von unserem Bruder gehört. Wie war nochmal dein Name? Markus. Vielen Dank. Wir haben gerade von unserem Bruder Markus gehört. Ein Doppelleben führen, ein heuchlerisches Leben führen. Das entspringt auch aus diesen Kämpfen. Man ist da, man sitzt in der Gemeinde, man sagt Halleluja und Amen und preist den Herrn. Aber innerlich hat sich schon lange eine zweite Welt installiert. Und wenn man nach Hause geht, dann geht man kaputt und weint sich die Augen aus, weil man einfach nicht versteht, um was es hier geht. Die Einfalt. Jetzt lasst uns aufschlagen den Text, um den es geht. 2. Korinther Kapitel 10, Abvers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Ich will jetzt mit uns Vers für Vers diesen Text durchgehen, dass wir verstehen, um was es hier geht. Im Vers 3, lass uns das nochmal anschauen. Er sagt, obwohl wir menschlich wandeln und wir Menschen sind, kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, das heißt auf menschliche Art und Weise. Und jetzt hört genau zu. Menschliche Art und Weise zu kämpfen heißt, meine eigenen Vorstellungen müssen weg in diesem Kampf, meine Gefühle müssen weg in diesem Kampf, meine Gedanken, wie ich es beigebracht bekommen habe von früher, wie sagt man denn nochmal, von meinen Erfahrungen, ja? Meine Erfahrungen müssen auch beiseite gestellt werden. All diese Bereiche müssen einfach auf die Seite gestellt werden, weil Paulus ganz klar sagt, unser Kampf ist nicht auf menschliche Art und Weise, sondern durch Gott. Das heißt, er ist derjenige, der diesen Kampf mich lehrt und mir zeigt, um was es geht. Und Gott ist es, der uns die Mittel dazu gibt, diesen Kampf zu kämpfen. Übrigens, hier steht im Griechischen dieses Wort für Kampf, das ist die Wortwurzel von Strategie. Das heißt, dieser Kampf ist ein strategischer Kampf. Und wenn du Strategien, einen Kampf führst mit Strategien und deine Gefühle darauf nimmst, ja, dann kannst du deine Strategie in den Müll werfen. Und jetzt sagt er etwas, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht menschlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Was sind Festungen? Ich will das ein bisschen erklären. Stellt euch vor, der Teufel arbeitet ja über Gedanken. Das heißt in Epheser 6, wir sollen ja die Waffenrüstung Gottes anziehen, ja? Dann schießt er einen Pfeil in meine Gedanken. So, und mit dem Ziel, dass ich diesen Gedanken annehme. Wenn ich diesen Gedanken angenommen habe, dann spielt sich ja man sagt ja Kopfkino, ne, in der Welt, Kopfkino. Es bildet sich einfach einen Film in meinem Kopf. Das wird passieren, das wird herauskommen, das wird passieren. Was ist, wenn die mir das sagt, was ist, wenn ich das sage, versteht ihr? Man wird einfach wahnsinnig. Das ist wie so ein Haken bei einem Fischer. Wenn er die Angel rauswirft, dann ist ja der Sinn und Zweck, dass dieser Fisch diesen Haken nimmt. Und das will der Teufel auch bei uns machen. Er will, dass wir diesen Pfeil annehmen. Wisst ihr, was daraus entsteht? Unruhe im Herzen. Unruhe. Die Gefühle spielen verrückt, bis man schlussendlich eigentlich sagt, dass der Vater der Lügen doch recht hat und dass diese Gefühle meine sind und dass meine Gefühle mich nicht trügen.
Und dann ist man schon in diesem einen Waggon in der Mitte. Und so schnell geht das Ganze. Ich hatte das bei mir, als das bei mir passiert ist, ist nicht nur einmal passiert bei mir. Ist meistens aus Unachtsamkeit. Ich hatte Selbstmordgedanken, kamen hoch. Bestimmt einige von euch auch, nur die meisten sprechen es einfach nicht an. Zum Beispiel bin ich an einer Brücke vorbeigelaufen und dann kam auf einmal aus dem Nichts dieser Gedanke, wirf dich da runter, als Kind Gottes. Und ich stand dort und ich habe gedacht, was war denn das gerade schon wieder? Lästergedanken beim Bibellesen. Wie viele von euch haben das und reden die drüber? Fluchgedanken über Gott. Und dann kommt noch der zusätzliche Satz, den so oder so alle kennen, wenn du gegen den Heiligen Geist sündigst, dann bist du durch. Und dann bist du so oder so abgeschossen. Dann bist du schon abgeschossen und dann hast du schon kapituliert. Dabei ist es gar nicht von uns, Geschwister. Selbstverständlich dürfen wir den Aspekt unseres bösen Herzens nicht aus den Augen lassen. Unsere Herzen sind böse. Sie sind einfach böse. Und da gibt es wirklich nichts zu verbessern. Man muss halt vor dem Herrn erkennen, was ist mein Herz und was kommt jetzt vom Teufel. Kommen wir auch noch gleich drauf, dass wir das ein bisschen einspannen können, das Ganze. Auf jeden Fall kommen diese Gedanken hoch. Zusätzlich bildet sich auf einmal, wisst ihr, das ist gar nicht so kompliziert. Stellt euch vor, ihr wollt als Frau einen Mann heiraten, okay? Das ist ein ganz natürliches Verlangen von Gott. Das ist auch legitim oder umgekehrt. Nur wird der Teufel auch diesen Gedanken, diese natürliche Veranlagung, die wir haben, wird er gegen uns verwenden, sodass dieser Gedanke so präsent wird und so zementiert wird in uns, dass wir nichts mehr anderes im Kopf haben als diesen Gedanken. Und wenn das anfängt, Geschwister, dann kocht unser Herz, dann kocht unsere Seele, wir werden unruhig, wir werden missmutig, wir werden resigniert. All diese Dinge kommen daraus. Er sagt im Vers 4, Festungen. Der Teufel schießt einen Pfeil und wenn ich diesen Pfeil angenommen habe, dann bildet sich eine Mauerreihe um die andere. Ich will das jetzt bildlich darstellen, dass wir das ein bisschen verstehen. Eine Mauerreihe um die andere. Das ist wie eine Art Radiosender, okay? Und aus diesem Radiosender, wenn dieses Gebäude erstmal richtig sitzt, wisst ihr, was dann kommt? Immer wieder die gleichen Veranklagungen. Du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht, du kannst nichts, guck, du hast es nicht verdient und. Und die ganze Zeit, und dieser Gedanke ist wie eine Schallplatte jedes Mal in meinem Kopf. So lange, bis ich Ja sage zu dem Gedanken und dann habe ich mich eins gemacht mit dem Gedanken und dann versinkt man. Man versinkt in einer Gedankenspirale. Vers 5. Wir zerstören eben diese Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegenüber Christus. In der Fußnote steht, wenn es um diese Vernunftschlüsse steht hier Berechnungen oder klug erdachte Anschläge. Klug erdachte Anschläge. Der Teufel wird euch anlügen und sagt, guck, du hast doch gestern das und das gemacht. Und meistens arbeitet der Teufel nicht direkt mit einer Lüge, sondern mit Halbwahrheiten. Teilweise stimmt's und teilweise einfach nicht, versteht ihr? Der Teufel wird nicht kommen und öffentlich sagen, ja, ich werde dich heute versuchen zu verführen. Das ist nicht der Teufel. Er ist listig, versteht ihr? In 1. Mose, ganz am Anfang, bei der Versuchung im Paradies, da waren zwei Schritte da. Einmal sagt er zu Adam und Eva, sagt er, eigentlich zu Eva direkt. So schade, dass du nicht von diesem Baum essen darfst. Echt schade. Und sie sagt, nee, wir dürfen. Wir dürfen halt nicht von dem essen, aber wir dürfen. Aber Gott hat uns das verboten, weil wir sonst sterben würden. Nee, das meint er nicht so, das hast du falsch verstanden. Ich werde doch nicht sterben. Das ist doch nicht Gott. Im Gegenteil, Gott weiß auf jeden Fall, wenn ihr von diesem Baum isst, dann werden euch sogar die Augen geöffnet. Eine Mischwahrheit und dann eine komplette Lüge. Ja? Es ist immer noch der gleiche, gegen den wir kämpfen, der mit Adam und Eva einfach verführen wollte. Immer noch der glitzgleiche.
Vers 5 in der Mitte bitte nochmal. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Was ist das? Wenn in euch die Veranklagung hochkommt, ich bin so schlecht und ich habe es nicht verdient, zu Christus zu gehen, dann sagt uns die Bibel, nimm die Bibel in die Hand und schau, was Gottes Gedanken sind diesbezüglich. Und dann lernst du durch die Schrift diese Gedanken gefangen zu nehmen. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 11, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladenen. Wir kennen alle diesen Satz und die Hälfte lebt ihn wahrscheinlich nicht. Kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben. Hat der Herr Jesus gesagt, dieser Satz ist verbunden mit Bedingungen? Nein, hat er nicht. Wir stellen die Bedingungen. Ich habe es nicht verdient, meine Unruhen in meinem Herzen lassen das nicht zu. Deswegen gehe ich gar nicht erst zum Herrn. Aber der Herr sagt, komm. Das sind zum Beispiel, das ist eine Art und Weise, wie wir diese Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, wie die Bibel es sagt. Die Bibel, versteht ihr? Die Bibel, dieses Wort muss präsent sein bei uns. Was glaubt ihr, meint ihr, Gott sagt das umsonst in Kolosser 3,16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ist das nur einfach ein schöner, frommer Spruch? Nein, weil der Herr Jesus selber auch auf diese Art und Weise gegen den Teufel gekämpft hat. Es steht geschrieben. Und nicht meine Gefühle sind da. Glaubt ihr nicht, dass er nach 40 Tagen kein Essen und kein Trinken in der Wüste wirklich Hunger hatte? Es steht sogar in der Bibel, er hatte Hunger. Hätte er auf seine Gefühle vertraut, dann wäre er durch gewesen, versteht ihr? Es steht geschrieben. Und Vers 6, und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Dieses Thema hat viel, viel mit Gehorsam zu tun, viel, viel mit Gefühlslosigkeit zu tun, im Sinne von, dass ich nur noch auf die Schrift vertraue. Ich will euch jetzt zwei Möglichkeiten mitgeben, wie man erkennen kann, ob es der Teufel ist oder der Geist Gottes, okay? Lasst uns aufschlagen. Johannes Kapitel 16 ab Vers 8. Hier stehen drei Dinge, wie der Geist Gottes arbeitet und wirkt an uns und in uns. Und zwar folgendes. Wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Drei Dinge. Jetzt wird es erklärt. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Drei Dinge. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist, wenn wir eine Sünde tun, macht Folgendes. Er zeigt uns die Sünde. Ist ja auch logisch. Er zeigt uns das Gericht. Eigentlich müssten wir gerichtet werden. Und er zeigt uns die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit heißt Jesu Blut. Er hat bezahlt. Wie eben ein guter Vater eben ist oder eine gute Mutter, die dem Kind nicht nur einfach ihre Fehler aufzeigt, sondern auch die Lösung für dieses Problem. So ist Gott auch. Schlussendlich, wenn meine Veranklagung mich dahin führt, dass ich zu einer Lösung komme, und zwar zur Reinigung, zur Gemeinschaft mit Gott, dann ist es Gottes Geist. Der Teufel wird nur zwei Dinge tun. Uns die Sünde zeigen und das Gericht. Und er wird uns niemals das Blut Jesu zeigen. Er wird uns niemals in die Schrift führen. Weil dort Erneuerung ist, weil dort Vergebung ist. Versteht ihr? Und daran kann man erkennen, ob es der Teufel ist oder der Geist Gottes. Hat deine Veranklagung, die du hattest, dich schlussendlich näher zu Christus gebracht? Dann war es Gott. Wenn nicht, verwerft diesen Gedanken, verwerft eure Unruhen und verwerft auch euer eigenes Herz. Wisst ihr, unser Herz ist sowas Verdorbenes. Ich bin manchmal wirklich geschockt und schreie im Gebet wirklich, dass ich einfach müde bin von meinem eigenen Herzen. Wie wir damit umzugehen haben, folgendes. Lasst uns aufschlagen. Prediger Kapitel 8. Der Prediger Kapitel 8. Vers 3. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen.
das heißt vor dem Angesicht Gottes, und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. In diesen Kämpfen ist es so notwendig, vor Gott stehen zu bleiben. Egal wie veranklagt wir sind, egal wie unruhig wir sind, egal was unsere Gedanken sagen, wir müssen vor Gottes Angesicht stehen bleiben. Unbedingt. Kapitel 10, Vers 4, also Prediger Kapitel 10, Vers 4. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhütet große Sünden. Man muss lernen, gelassener zu werden, dass man 2, 3 Schritte in seinem Leben manchmal einfach zurückgeht und sagt, stopp. Und dann aus der Ruhe heraus wieder zu Christus geht. Gelassen. Gelassen. Der Psalmist sagt an einer Stelle, soll die Welt auch umgekehrt werden? Der Herr ist mein Fels. Soll doch die Welt verbrennen und soll sie kaputt gehen, aber der Herr lebt und ich mit ihm. Eine ganz wichtige Stelle ist auch Zacharia Kapitel 3, der Prophet Zacharia. Zacharia Kapitel 3, Vers 3. Lesen wir ab Vers 1. Und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und so ist es auch. Er klagt mich und dich an. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser, also dieser Jeschua, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua ist ein Bild auf den Gläubigen. Okay? Der Satan steht zu seiner Rechten und klagt ihn an. Und Gott, der Herr, steht auf der anderen Seite als Verteidiger, als Anwalt. Und dann heißt es im Vers 3, ganz wichtig, schaut mal ganz genau, was da steht. Jeschua, also der Gläubige, hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel des Herrn. Auch wenn er veranklagt war, auch wenn er sich beschmutzt hätte, auch egal was er hatte, er blieb vor dem Angesicht Gottes stehen. Und das ist das, was wir auch tun müssen. Egal wie es um uns steht, egal was unsere Gefühle sagen, wir müssen vor Gottes Angesicht stehen bleiben. Ich kann das nicht oft genug sagen, weil wir einfach genau das nicht tun. Wir lassen uns wegreißen und dann fängt es an, man geht nicht mehr in die Gemeinschaften. Ja, ich fühle mich nicht gut, versteht ihr? All diese Dinge kommen vom Teufel. Elia hat das Erste, was Elia gemacht hat, als er Depressionen hatte, das allererste, manche überlesen das einfach, aber es heißt, Elia ging irgendwo hin und ließ seinen Burschen an dieser Stelle stehen. Man wird automatisch, man sondert sich ab. Versteht ihr? Man sondert sich als allererstes ab von Gläubigen. Ihr müsst in die Gemeinschaft gehen, ihr müsst Geschwister aufsuchen, ihr müsst ihnen klar machen, Bruder, Schwester, das und das ist bei mir der Fall, lass uns zusammen beten. Wie kann es sein, dass wir uns schämen, wenn wir in Johannes Kapitel 6, glaube ich, war es, lesen, Jesus weinte. Er hat der ganzen Menschheit offenbar gemacht, wie er geweint hat, aber wir haben uns zu schämen, wenn wir Kämpfe oder irgendetwas haben. Wir sollten uns schämen, dass wir uns überhaupt schämen. Wir sollten uns schämen. Wir sagen, Brüder und Schwester, der Herr hat uns diesen Titel erkauft in seinem eigenen Blut, nennen uns Bruder und Schwester, aber wenn es um die Tat geht, um das Intime, um das Persönliche, ich bin stark, ich bin stabil. Wisst ihr, wie oft ich meine Augen ausgeweint habe? Über Kämpfe und Kämpfe, über diese Sache. Nächte, weil ich einfach nicht begriffen habe, was bei mir passiert. Und dann kann es auch so weit gehen, das ist passiert und das passiert auch, dass man irgendwann mal denkt, man hat einen Dämon in sich. Man wird wahnsinnig, weil man einfach nicht weiß, was man damit machen soll. Jetzt habe ich sogar noch einen Dämon, versteht ihr? Man wird einfach verrückt, man wird krank. Und wenn diese Geschwister nicht lernen, damit richtig umzugehen, dann kommen sie aus dieser Spirale auch nicht mehr raus. Es gibt eine Schwester, die in der Irrenanstalt ist, die ich besucht habe. Hochbegabte Schwester, sehr klug. Die ist da drinnen gefangen. Und leider kenne ich noch ein paar andere. Unsere Schwestern und Brüder.
ihr müsst wirklich, wenn das mal läuft, müsst ihr euch wirklich zusammenreißen. Vers 4, und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, also der Herr, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg, und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Sobald Reinigung passiert, schaut auf die Details, hört man nichts mehr vom Teufel. Sobald die Reinigung durch ist, ist es vollkommen egal, was eure Gefühle, euer Gewissen sagt. Wenn ihr im Glauben in Anspruch genommen habt, dass der Herr euch vergeben hat, dann hat der Herr vergeben. Verlasst euch da nicht auf eure Gefühle. Es ist sehr, sehr wichtig, wirklich. Und auch im Text sieht man nichts mehr von all dem. Praktisch, wenn dieser Gedanke hochkommt, ganz praktisch jetzt für den Alltag auch, reagiert nicht mehr drauf. Lasst uns bitte nochmal diese eine Stelle aufschlagen, 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3, ganz am Schluss, Vers 6. 2. Korinther Kapitel 10, ab Vers 6 war es genau. Und jetzt steht, die Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Gehorsam. Kindlicher. Wisst ihr, warum Gott so wunderbar ist? Weil er uns immer wieder Mittel gibt, um uns nicht zu binden an seelischen Regungen. Er sagt Gehorsam, das ist eine Willensentscheidung. Versteht ihr? Gehorsam ist Wille. Und Wille hat nichts mit Gefühlen zu tun. Versteht ihr das? Gott nimmt uns immer wieder weg von den Gefühlen und sagt, stopp, es steht geschrieben. Und was geschrieben steht, bleibt für immer. Praktisch, wir kommen auch gleich zum Ende. Der Teufel schießt einen Gedanken. Ich habe Unruhe. Wie wird jetzt dieses Gebäude zerstört? Und das ist der schwerste Teil bei dem Ganzen. Meine Vorstellungen muss ich ignorieren. Meine Gefühle muss ich ignorieren. Ihr werdet Unruhe haben in eurem Herzen, in diesem Prozess selber. Und meine Vorstellungen, meine Erfahrungen ignorieren. Ich muss einfach alles, ich muss im wahrsten Sinne des Wortes mich selbst verleugnen. Und dann wird Stück für Stück eine Mauerreihe um die andere wird wieder gebrochen. Und dann kommt man raus. Ihr dürft nicht mehr drauf reagieren. Das ist ganz wichtig. Einfach so machen, als ob nichts ist. Und in diesem Prozess werdet ihr trotzdem Unruhe haben. Weil der Teufel wird dann auch wieder kommen mit dieser Veranklagung und sagen, guck, es hat doch nicht geklappt. Du hast immer noch Unruhe. Wenn es doch geklappt hätte, dann müsstest du jetzt Frieden haben, oder nicht? Versteht ihr? Und so hinterhältig und listig ist das Ganze. Ihr müsst das einfach verwerfen. Wenn ich euch einen Ball zuwerfe, einfach nicht mehr annehmen, einfach nicht mehr tun, einfach nichts mehr tun, gar nichts. Auch nicht, Geschwister, merkt euch das, auch nicht in die Luft reden vor euch hin. Ich gebiete dir und mach was. Lasst das. Ihr müsst nichts machen, einfach nichts. Das ist so schwer für uns, weil wir das einfach gar nicht in unseren Kopf bekommen, nichts zu tun, nichts. Einfach ignorieren. Und dann werden diese Mauern abgebrochen. Sie werden Stück für Stück einfach abgebrochen. Ihr werdet das sehen. Kann einen halben Tag gehen, kann 3 Tage gehen, kann eine Woche gehen, aber sie werden aufhören. Und ihr müsst euch da wirklich, wirklich zusammenreißen. Eiskalt all das zu ignorieren. Und dann kommt ihr raus. Ihr werdet rauskommen. Lasst uns aufschlagen. Hebräer Kapitel 4. Wir dürfen erstmal etwas Wunderbares wissen. Hebräer Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis.
Warum? Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Er sagt Schwachheiten und nicht Sünden. Sünden sind keine Schwachheiten. Sünde ist zu verurteilen und zu richten. Schwachheiten. Ne? Nicht, dass wir anfangen, unsere Sünden zu akzeptieren und hier gut zu reden. Schwachheiten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der Herr Jesus hat mehr Mitleid mit euch, als ihr mit euch selbst. Und das ist herrlich zu wissen. Das ist so wunderbar, weil ich weiß, was für ein chaotischer Mensch ich bin. Ich bin wirklich, ich will nicht auf die Details eingehen. Sprüche Kapitel 3, Vers 32 ist mir noch sehr wichtig geworden. Sprüche Kapitel 3, Vers 32. Also 31 und 32 zusammen, um des Zusammenhangs willen. Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle dir keinen seiner Wege. Denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel, aber mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Mit den Aufrichtigen. Nicht mit den Perfekten, nicht mit dem Wunderbaren, nicht nur mit dem Prediger, nicht nur mit denen, die die Kinderstunden halten. Versteht ihr? Diese Vorstellung, er sagt mit den Aufrichtigen. Wenn du einfach kommst, wie du bist und sagst, ja, das bin ich, hier bin ich. Ich habe nichts zu beschönigen, hier bin ich. Rette mich. Und dann im Glauben und im Vertrauen das in Anspruch nehmen, wenn der Herr etwas sagt, dann verspricht er es und er wird es auch halten. Er ist nicht wie wir ein Lügner. Der Herr ist nicht so. Das, was hier drin steht, tut er. Er wird es tun. Er wird alles tun, was hier drin steht. Alles. Und jetzt ein letzter Punkt, den ich mit uns anschauen will, dass ich das einmal erklärt habe, wenn es um die Heilsgewissheit geht. Wie es sein kann, dass Kinder Gottes trotzdem sagen, ich bin kein Kind mehr, obwohl sie Kinder Gottes sind. Eine Stelle. Römer Kapitel 8, Vers 16. Römer Kapitel 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich lese nochmal, dass wir in aller Ruhe hier mal verstehen, was hier geschrieben steht. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen. Das ist das Schlüsselwort. Zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Schaut. Wir haben ja von diesen drei Waggons geredet. Wenn ich meinen Fokus auf den mittleren Waggon habe bei der Seele, ja, und der Geist ist hier und der Leib ist hier, wenn ich meinen ganzen Fokus nur hier habe, dann kommt keine Information mehr, so wie sie eigentlich ist, zu dem Geist. Weil ich meinen Fokus nicht beim Geist habe, sondern bei meiner Seele, versteht ihr? Und damit ist die Informationsquelle an den Geist wie abgekappt. Ich bin ein Kind Gottes, aber es kommt keine Information mehr dahin. Und dann denken sich die Leute, ich bin verloren. Ich bin einfach verloren, ich bin kein Kind Gottes mehr. Und der jedes Mal darüber weint und der jedes Mal darüber meckert und klagt, dass er kein Kind Gottes mehr ist, der ist auf jeden Fall ein Kind Gottes, weil er nicht klagen würde sonst. Ihr dürft Geschwister dazu ermutigen, wenn sie solche Kämpfe haben, dass ihr wisst, was ihnen zu sagen ist. Konzentration auf das Geistliche und nicht auf die Seele und meinen Gefühlen und was auch immer. Das wird alles folgen, Geschwister, wenn wir unseren Fokus hier haben. Dann werden auch unsere Gefühle geordnet dem Geist folgen. Dann wird auch unser Leib das tun, was die Bibel sagt, gebt euer eigenen Leib hin als ein lebendiges Schlachtopfer. Das kommt alles aus dem heraus. Wie gesagt, wenn die Seele so unruhig ist, da sind ja auch unsere Gefühle drinnen, wenn die im Fokus ist, dann kommen halt leider keine Informationen mehr an den Geist.
Aber wenn ich geistlich denke, dann weiß ich, ja, ich bin ein Kind Gottes. Die Schrift sagt es doch. Die Schrift sagt es. Eine Stelle lasst uns noch bitte anschauen. 1. Johannesbrief 5,13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst. Was haben wir gerade vorhin nochmal über das Wissen geredet? Keine Gefühle. Ich fühle nicht, dass ich ein Kind Gottes bin. Das, was die Gläubigen immer wollen, ist dieses brennende Gefühl. Ich bin im siebten Himmel schon fast. Ein reifender Gläubiger, den trennt Gott mehr und mehr von seinen Gefühlen und lenkt ihn mehr und mehr zum Glauben hin, rein aus Glauben zu leben. Und da will uns Gott hintrainieren. Oder müsst ihr einem kleinen Kind, was 2 Jahre ist, man hilft ja dem Kind, wenn es Hilfe bedarf. Stellt euch vor, ihr macht das mit 30 Jahren immer noch. Ist doch lächerlich, oder nicht? Stellt euch vor, mit 2 Jahren helft ihr einem kleinen Kind auf und ihr macht das Gleiche immer noch, wenn er 30 geworden ist. Der Herr muss uns nicht jedes Mal sagen, dass er uns liebt. Die Bibel sagt das, fertig. Versteht ihr, was ich meine? Man muss sich einfach genügen lassen mit dem, was geschrieben steht. Und dann hat man Ruhe. Man kriegt einfach Ruhe, weil man einfach kapituliert vor Gott und sagt, hier, ich habe dir nichts zu bringen. Und man lebt aus Kolosser 2, 6 und 7, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und dann ist alles in Ordnung. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wisst, Geschwister, wisst. Wissen aus der Bibel und nicht aus unseren Gefühlen. Bis dahin ist meine Predigt vorbei. Ich habe aber eine Bitte an uns alle. Geschwister, wenn ihr merkt, dass ihr da drin seid, wenn ihr merkt, dass ihr Kämpfe habt in diesem Bereich, schweigt nicht, spricht sie an. Wir haben jetzt Zeit. Das Essen im Backofen kann warten. Bildet Grüppchen, betet zusammen, sucht den Herrn, sucht sein Angesicht. Keiner wird zuschanden, der auf den Herrn harrt. Keiner, das ist ein Versprechen, Psalm 25, Vers 3. Sucht den Herrn zusammen in der Gemeinschaft, lasst euch reinigen, bricht mit diesen Dingen. In Jesaja 61 heißt es, er ist gekommen, die Gebundenen zu lösen. Heute ist der Tag des Heils. Heute können wir losgelöst werden von den Dingen. Wir dürfen es im Glauben, im kindlichen Glauben in Anspruch nehmen. Schämt euch nicht. Der Herr hat ganz viel dafür bezahlt, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ganz viel. Es wäre eine Unehre und es wäre eine Schande dem Opfer gegenüber Jesu, wenn wir diese Mittel nicht nehmen, die uns gegeben sind. Der Herr segne euch. Ich werde noch gerne einmal zum Abschluss beten. Wir erheben uns bitte. Wir danken dir, wunderbarer Sohn Gottes, dass du uns diese Möglichkeiten gegeben hast, zu wissen, wie wir von diesen Dingen herauskommen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du so offen mit uns redest und auch ganz klar zeigst, worauf es ankommt und was zu tun ist. Danke, dass du uns niemals ohne Lösung lässt, sondern dass du immer den Ausweg schenkst. Wir danken dir auch heute für den heutigen Tag, dass du einmal mehr wieder gezeigt hast, wie du den Teufel besiegt hast und dass du es uns ganz einfach gemacht hast. Du siehst meine Brüder und Schwestern, du hörst doch so viele Menschen und siehst so viele Menschen, Herr Jesus, die sich vielleicht dieses Video irgendwann mal anhören werden im Internet, die nicht wissen, wie damit umzugehen ist oder die es nicht ansprechen aus falscher Scham. Brich auch hier unseren Stolz und unseren Hochmut, der hier nichts zu suchen hat. Wir bitten dich, Heiland, bewahre unsere Brüder und Schwestern, die in diesen Kämpfen sind, ganz besonders unsere Brüder und Schwestern, die, wenn es um die Heilsgewissheit geht, sehr veranklagt sind, sehr angefochten sind. Bitte gib ihnen das Licht, dass sie herauskommen und sich konzentrieren und ihren Fokus nur noch darauf setzen, Herr, auf den Geist zu blicken.
Ordne du bitte unseren ganzen Menschen mit seinen ganzen Gefühlen. Ordne bitte unser Gefühlshaushalt. Hilf uns, Herr, abzulegen, was uns beschwert. Zerbrich bitte diese ehernen Riegel. Zerbrich sie bitte. Schaue doch bitte, meine Brüder und Schwestern, gnädig an, Herr. Bitte gehe durch unsere Mitte. Erweis dich bitte mächtig und schenk ihnen, Herr, auch heute den Sieg durch deinen Retternamen. Wir danken dir von ganzem Herzen für Golgatha. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gesiegt hast und dass wir mit dir gesiegt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes, Herr, wir sind mitgestorben mit dir. Unser alter Mensch, und wir wollen nichts mehr mit diesem alten Menschen zu tun haben. Wir wollen auch nicht mehr unsere Ohren leihen dem Lügner. Wir wollen hören auf die Stimme unseres Gottes und unseren Herrn. Wir wollen hören auf die Stimme des guten Hirten. Du wunderbarer Sohn Gottes, danke, dass du für uns gekämpft hast. Danke, dass du selbst in den Riss eingetreten bist und dass du vorangegangen bist als Vorläufer für uns. Danke, dass du alles getan hast, auch heute. Schenk Sieg, schenk Heil, schenk Erneuerung, schenk Rettung, Herr. Schenk den Sieg im Herzen eines jeden, der heute hier ist. Begnadige uns, Herr, und wir danken dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare, kostbare Mittel der Buße, dass wir umkehren dürfen und dass wir brechen dürfen. Amen. Amen.